Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber und willkommen zum Unboxing, Review und Schusstest vom Mega Lightning Bow. Viel Spaß! Wir hatten ja schon einige Mega Blast auf der Couch und besonders schon einen Mega Bogen, den Mega Thunderbow, den Donnerbogen und jetzt kommt der Blitzbogen. Das ist eine gemeinsame. Moment mal. Die natürliche Reihenfolge ist Blitz vor dem Donner. Warum kommt zuerst der Donnerblast und dann der Blitzblast? Keine Fragen stellen, ist Nerf. Keine Fragen stellen. Hier haben wir also den Blitzbogen, war schon mal ziemlich cool. Blitzblong. Lightning Bow. Auf jeden Fall können wir ihn schon mal ansehen. Sieht sehr cool aus. Ich mag besonders dieses Design. Schwarz-Rot. Ist fast wie Schwarz-Orange meine Lieblingskombination. Also verwundert keinen. Schwarz passt zu allem. Besonders zu Rot. Sieht super aus. Und ich glaube, da wurde man auch wieder von den Tribute von Panem inspiriert. Denn ich meine, da gibt es überall Bögen. Und Rebell-Serie haben auch überall Bögen. Und irgendwie schwappt das zu allen Serien über. Brauchen wir nur noch einen Elite-Bogen und einen Zombie-Strike-Bogen. Kommt bestimmt auch noch. Jetzt haben wir noch Mega-Bogen. Und wir haben hier 4 Pfeile mitgeliefert, steht zumindest drauf. Und den Blaster gibt es ab 8 Jahren. Also man muss 8 sein, um ihn benutzen zu dürfen, denn er hat schon ordentlich Wumms. Und hier gibt es nochmal eine Zusammenfassung mit dem typischen Nerf-Model, das Ganze nochmal ordentlich in Szene setzt. Und hier nochmal die Bedienungsanleitung. So funktioniert das. Das ist dabei. Pack's aus. Letzteres wollen wir jetzt auch machen. Ich habe hier meine Krallenschere und damit werden wir das Ganze mal auspacken. Hierbei ist aber zu beachten, dass man nicht die Sehne durchschneidet. Ja, der Blaster ist ein Bogen und hat eine Sehne. Die durchzuschneiden wäre nicht nur ein Stilbruch, sondern würde auch diese ganze Betriebsamkeit ein ganz kleines bisschen einschränken. Also aufpassen dabei. So, 3 Strippen später haben wir das Ganze geschafft, haben ihn schon mal in der Hand. Und erstmal hole ich nochmal die Pfeile raus, denn ohne geht ja gar nicht. Das Ganze können wir sogar noch... Nee, da ist nichts drin. Ist doch ganz entspannt, rohe Gewalt ist immer die Lösung. Gut, hier haben wir dann die 4 Pfeile, Elite-Pfeile, ich meine Mega-Pfeile natürlich. Hier die Bedienungsanleitung. Eine recht kleine diesmal sogar. Und die Warnhinweise. Und jetzt haben wir nochmal extra Zubehör, nämlich 2 Darthalterungen. Die sind hier unten drin. Hier haben wir nochmal diese beiden Darthalterungen. Sehr schön, die können wir uns an den Blaster ranbauen, damit wir diese 4 Pfeile auch ordentlich halten können. Aber erstmal halten wir natürlich den Blaster, den will ich euch natürlich nochmal zeigen. Und das Erste, was man dem Blaster auffällt, er ist verdammt leicht. Es ist eben Plastik, diese beiden Bogenarme fallen kaum ins Gewicht. Es ist sehr schön ausbalanciert, fässt sich sehr gut an. Und vor allem mag ich den Griff, der ist nämlich sehr, sehr groß, denn da steckt der Spannmechanismus drin. Und natürlich muss das groß sein. Es liegt doch sehr gut in der Hand, ist sehr komfortabel. Und auch für größere Hände geht das natürlich super. Ich habe hier sogar noch Platz für meine Finger. Ich drücke jetzt schön in die Fingermulden, also selbst größere haben daran Platz. Und das ist eben auch der Reiz bei den Mega-Blastern, während diese Elite-Blaster, die Endstrike-Blaster oder die Rebell-Blaster eher für kleinere sind, beziehungsweise für Mädchen oder kleine Mädchen, sind das hier die Blaster für die größeren Leute. Und trotzdem ist das hier ein verhältnismäßig kleiner Mega-Blaster. Also, wie gesagt, er ist sehr leicht, ich kann ihn halten, auch die kleineren werden daran ihren Spaß haben. Und, wie ich auch schon gesagt habe, sieht er sehr cool aus, besonders hier schön einheitlich geformt. Und natürlich darf auch überhaupt niemand übersehen, dass es sich hier um einen Mega-Blaster handelt, deswegen überall ein paar Logos, hier zum Beispiel Mega, Mega. Und auf der Rückseite haben wir auch noch ein paar, aber die sieht man nicht so gut. Hier zum Beispiel am Griff. Mega! Generell haben sie das Ganze wieder nur einseitig gestaltet. Nur auf dieser Seite gepaintet und dann auf der anderen. Ist das Ganze ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie hier zumindest das Logo abgebildet haben. Lightning Bow natürlich in Rot. Sieht sehr cool aus. Also diese ganze Gestaltung ist sehr, sehr schön. So greift man dann rum, kann es gut greifen und mit der einen Hand nimmt man sich dann die Bogensehne und man sieht hier schon, man kann hier schön zielen, muss ich mal die Sehne aus dem Weg ziehen. Hier hat man nämlich ein kleines Loch, kann man durchsehen und da das mündet in einem Korn. Da kann man also durchgucken, zielen. Es bringt einem nicht wirklich etwas, weil mit solchen Nerfblasen, besonders mit Bögen zu zielen, ist immer schwierig, aber zumindest hat man hier gegenüber anderen, wie zum Beispiel dem Thunderbow, die Möglichkeit. Da ist ein Arm, da kann ich nicht durchgucken. Ach, haben sie gelöst, gut, kann man doch mal zielen. Das ist bei den anderen immer zu kurz gekommen. Finde ich schön, dass sie es hier behoben haben. Da guckt man durch, hier ist das Loch. Vielleicht mache ich das nochmal weg, so. Und da könnt ihr dann durchsehen und jetzt zum Beispiel auf mich zielen.
Aber das beste Zielen nützt einem natürlich nichts, wenn man nicht schießen kann. Und das funktioniert hierbei über die Bogensehne. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, aber erstmal wollen wir den Blaster komplett sehen. Denn was nützt einem auch das Schießen, wenn man keine Munition hat? Immer diese tollen Überleitungen. Hier haben wir die vier Pfeile. Und hier haben wir die Darthalterung. Diese gehören dann hier hin und die wollen wir gleich mal einbauen. Wir haben hier diese beiden Darthalterungen mit zwei verschiedenen Enden. Einmal hier zwei Komponenten und einmal eine Komponente. Hier nochmal zu sehen. Na, und dann wollen wir das Ganze mal einbauen. Wo dieser eine Knubbel ist, denke ich mal, kommt das hier hin, wo wir ein Loch haben dafür. Da müssen wir das Ganze nur noch reinkriegen. So, gibt ein schönes Klacken von sich, dann ist es drin, kommt auch nicht mehr raus. Und auf der anderen Seite eben die zwei Komponenten. So, ich zeige das mal. So kommt das dann hier rein, reindrücken. Am besten ohne etwas abzubrechen. Und schwupps, habt ihr nochmal eine schwarze Komponente. Können das Ganze hier reinbauen. Und die vier Pfeile sitzen auch wirklich sehr fest darin. Die können nicht einfach mal so rausfliegen. Und trotzdem kommt man schnell genug daran und kann nachladen. Das machen wir jetzt mal und dann schießen wir ein paar Pfeile ab. Das funktioniert, wie gesagt, schon durch die Sehne. Allerdings ist das nicht so wie beim Thunderbolt, dass wir hierbei beide Arme nach unten drehen und dadurch ein Klacken vernehmbar ist und dann ist der Blaster gespannt. Nein, hier sitzt der Lademechanismus im unteren Teil des Blasters im Griff, weswegen dieser auch so groß ist, wie schon erwähnt. Und beim Ziehen wird hier unten, das sieht man hier nochmal, hier ist Sehne, hier nicht. Das ist nur zur Show, damit es nicht ganz so einseitig aussieht. Hier unten wird das nach unten gezogen und hier gibt es sogar ein kleines Loch, wo man durchsehen könnte, hier. Da kann man in die Maschinerie hineinsehen, da sieht man auch die Feder, die durch das Ziehen der Leine gespannt wird. Und dann kann man schießen. Hat jetzt niemand gesehen. Fuck, habe ich es kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Das Ding ist kaputt. Gut, Leute, wie es scheint, war es gerade das erste und hoffentlich einzige Mal, dass mir ein Blaster live vor der Kamera kaputt gegangen ist. Ja, der ist eben kaputt gegangen. Ich habe mich der Situation nochmal genau besehen. Beim Ziehen ist es leider passiert, dass hier unten am Spannmechanismus, wie schon gesagt, wird alles nach unten gezogen, die ganze Feder und alles, da ist die Leine gerissen. Das Ganze fällt hier ganz einfach raus. Beim Ziehen einfach runtergefallen. Man kann ja das sogar durch den Schlitz sehen. Es ist einfach gerissen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal aufschrauben, versuchen festzubinden. Falls nicht, wird es wohl keinen Schusstest geben. Ich strenge mich wohl besser an. Gut, geführte 40 Schrauben später haben wir das hier in der Hand. Ohne Schrauben machen wir dieses Teil hier ab. Damit fällt das Ganze schön auseinander. Und hier haben wir den Problemteil. Der ist auch schön mit der Sehne verbunden, mit allem. So, ich halte das hier mal hoch. Und hier wird das durch das Plastikteil, durch die Strippe zurückgezogen. Dann wieder nach vorne geschossen und dabei fliegt der Pfeil raus. Soweit so einfach. Hier sehen wir sogar noch den schwarzen Dichtungsring, also alles schön und gut. Aber jetzt gibt es ja das Problem, Leine abgerissen. Na, machen wir das Ganze mal ab. So, fliegt jetzt das Ganze um die Ohren. Hier haben wir die Feder, die gespannt wird. Hier drin haben wir weiter nichts. Hier die Decke und okay, ich muss doch mal meine Aussage revidieren. Nicht die Leine ist gerissen, die ist perfekt, die ist ganz geblieben wie sonst was. Aber hier dieses Plastikteil, vielleicht sieht man das, das ist abgerissen. Das gehört hierzu. Durch den Knoten hier wird nämlich verhindert, dass die Leine da durchschlüpft. Das Ganze wird runtergezogen, das gesamte Plastikteil, normalerweise nicht, nur dieses kleine abgebrochene Stück, wird nach unten gezogen. Die hier wird zusammengedrückt und dann beim Hochfliegen wird die ganze zusammengedrückte Luft rausgeschossen. Hier durch und der Pfeil fliegt. Normalerweise, wenn ich dieses verdammte Plastikteil abbrechen würde, ich habe auch keine Möglichkeit, das wiederherzustellen, weil ein rausgebrochenes Plastikteil nicht durch Sekundenkleber oder ähnliches festgemacht werden kann, vor allem nicht, wenn man das hier nicht aufkriegt. Ist ein Problem, glaube ich. Deswegen wird es hier wohl keinen Schusstest geben. Ich mache das jetzt mal wieder zusammen, auch wenn es eigentlich nichts bringt. Ich könnte jetzt eigentlich so rumrennen. Guck mal, Leute, ich habe einen kaputten Blaster. Ich und mein Glück. So, irgendwie wieder zusammengehören. Ja, und jetzt stehen wir eben vor einem großen Problem. Also erstmal werde ich das natürlich eintauschen lassen und falls irgendwer Fragen hat, wie ist das denn kaputt gegangen? Ich habe eine Live-Aufnahme. Ich habe das alles auf Kamera. Das ist die gute Neuigkeit. Ich kann mir unbeschwert einen neuen Blaster holen. Die schlechte Neuigkeit ist,
Ich habe jetzt praktisch kein Video, außer einen kaputten Blaster, den ich euch zeige und dass ich ein bisschen ärgerlich bin. Ich bin nicht ärgerlich, nein. Also habe ich jetzt praktisch kein Video für euch. Ich kann euch jetzt nur den Rest des Blasters zeigen und hoffen, dass ich den noch irgendwie wieder zusammengebaut kriege. Ach, ich und mein technisches Talent. So, habt ihr mal gesehen, was alles passieren kann. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn euch sowas passiert, nehmt euch den Kassenbeleg, geht zum Verkäufer, legt ihm das hin und sagt, ich will was Neues oder ich will mein Geld zurück. Ihr habt das Recht dazu und das ist eine Schweinerei. Macht am besten immer Videos, wie ihr euren Blaster auspackt, denn dann seid ihr immer am Recht. So, das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem wundervollen neuen Blaster. Ich kann das Video so nicht beenden, da führt kein Weg drum rum. Dazu möchte ich nochmal sagen, ich bin jetzt wirklich auf niemanden sauer. Auf nichts und niemanden bin ich sauer. Würde mir nie im Traum einfallen. Das kann immer mal passieren. Das kann mit dem neuen Ferrari passieren, genauso wie mit so einer Billigtaschenlampe. Das kann mit allem passieren. Eben auch mit Nerfs. Und ich meine, das ist mir nach all der Zeit. Ich meine, ihr seht, wie lange mein Kanal schon existiert. Ist mir nach all der Zeit das eine Mal passiert und ihr wart dabei. Schön, dass mir das auch nochmal unter die Augen kommt. Also, ich werde mir einfach was Neues holen. Was jetzt das Problem ist, wenn ihr einen kaputten Blaster habt und ihr habt euch ja sauer verdientes Taschengeld für sowas ausgegeben, dann geht in den Laden, haut mit dem Beleg auf den Tisch und sagt, ich will was Neues oder ich will mein Geld zurück. Das ist mein gutes Recht hier in Deutschland. Ja, stimmt, ihr habt hier Gewährleistung, 2 Jahre und alles. Holt euch euer Recht zurück. Holt euch euren Blaster. Und natürlich ist es auch euer Recht, wenn ihr Geld reinsteckt, kriegt ihr was Ordentliches. Wenn ihr abonniert, müsst ihr ein ordentliches Video kriegen. Was bei mir jetzt das Problem ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Blaster kaputt geht, sonst hätte ich 2 gekauft. Und die lustigen Aufnahmen behalten und danach ein ordentliches Review gemacht. Geht jetzt leider nicht, ich muss was Neues machen. Und deswegen greife ich wirklich zur Notmaßnahme überhaupt. Ich muss einen Blaster zeigen, der nicht von Nerf ist. Ich zeige euch die Busby Rap Attack. Und ja, ich höre schon alle schreien, nein, keine Busby, die ist doch nicht von Nerf, bitte nicht. Leute, ich habe keine Wahl. Ich habe absolut keine Wahl, ich kann da nichts gegen machen. Und außerdem möchte ich dazu nochmal eine schöne Rede schwingen. Ihr habt doch auch gesehen, zum Beispiel die Master Tech, die war doch super. Ich weiß gar nicht, was ihr immer gegen Busby und andere Blasterhersteller habt. Man sollte sich immer umgucken, nicht nur bei dem Einkaufen. Monotonie ist niemals gut. Egal bei was, wenn ihr immer dasselbe esst, werdet ihr irgendwann krank. Kann hier auch passieren. Selbst Nerf haut mal Blaster raus, die nicht so gut sind. Zum Beispiel die ganzen Nerf-Sniper. Die sehen zwar alle cool aus, yeah, die sind voll toll. Damit kannst du doch nichts anfangen. Die haben doch nicht gut geschossen. Und dann kommt so eine Busby Master Tech um die Ecke, von der keiner was hält und boom. Die hat super funktioniert. Die war ja innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, weil die alle so geil fanden. Und deswegen stehe ich auch hier wieder mit einer Rap Attack. Ich habe mir auch genau überlegt, warum die hier. Ihr kennt ja vielleicht die Slingfire von Nerf. Die war nicht ganz so geil, wie ich mir die gewünscht hätte. Hier haben wir die Chance, dass Busby sich beweisen kann, dass Busby zeigen kann, wir können auch gute Blaster machen. Wir machen auch manchmal bessere Blaster als Nerf. Und BAM! Ich wusste jetzt gar nicht, wie ich den Satz enden lassen will. Auf jeden Fall, das Video werde ich heute noch zeigen, denn bei diesem kaputten Blaster können wir es nicht belassen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich meine, Schadenfreude ist die schönste Freude. Also, wir sehen uns dann bei dem richtigen Video mit der Rap Attack. Bis dahin, macht's wie ich, beißt euch durch, euer Magic Bieber. Ciao!